heißt die Konstanze von Konstanze Stempelwelt. Wie ihr gerade eben im Vorspann schon gesehen habt, möchte ich mit euch heute die Rasierschaumtechnik ausprobieren und habe dazu einfach schon ein bisschen was vorbereitet. Ich möchte ganz kurz anmerken, bevor ich jetzt loslege, ich habe deswegen so bunte Hände, weil ich das Tutorial versucht habe, gerade schon mal zu drehen und dabei ist mir so ein bisschen Farbe ausgelaufen. Und ich wollte keinen Tag warten, damit ich wieder drehen kann, dass ich wieder saubere Hände habe. Also es färbt nicht mehr ab, aber ich bin jetzt etwas bunt. Man sieht, dass ich gebastelt habe. So, ja, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und zwar einen Cardstock, eine Grundkarte in Flüsterweiß in den Maßen 28 x 14 cm. Ihr falzt einfach dann auch bei 14 und dann habt ihr eine quadratische Karte. Dann habe ich einen Bermuda-blauen Cardstock in den Maßen 12,2 x 12,2 und einen weißen Cardstock in den Maßen 12 x 12 cm. So, das ist die Karte, die wir auch gleich brauchen für zum Werkeln. Die anderen können wir mal zur Seite legen. So, für die Rasierschaumtechnik braucht ihr natürlich erstmal ein Stück Alufolie am besten. Und auf dieses Stück Alufolie gebt ihr einfach ein bisschen Rasierschaum drauf. Ich habe das schon mal gemacht. Ihr könnt natürlich irgendwie auch, ich sage jetzt mal, Plastiktüte nehmen, irgendetwas, was nichts durchlässt. Dann braucht ihr auf jeden Fall ein, ich nehme jetzt ein Lineal. Mit dem Lineal könnt ihr den Rasierschaum schon mal ein bisschen verteilen, gleichmäßig. Und vor allen Dingen so verteilen, dass man halt eben gleichmäßige Höhe hat und dass der Rasierschaum ungefähr von der Fläche so breit ist, wie die Karte, die ihr dann eben gleich bearbeitet. So, das dürfte in meinem Fall jetzt reichen. Ich habe hier ein Stück Kleenex und werde jetzt gleich mal mein Lineal abwischen. Das brauchen wir gleich wieder. Ich sage, es wird ein bisschen ein Gebatze, aber das macht nichts. Das macht ihr umso mehr Spaß. Dann braucht ihr am besten ein Stück Schaschlikspieß oder irgendetwas anderes, was spitz ist. Und dann habe ich für mich ausgewählt drei Nachfüller. Und zwar in den Farben Bermuda Blau, Osterglocke und Wassermelone. Ihr könnt es natürlich nach euren Belieben auswählen. Seid bloß vorsichtig, dass es nicht zu dunkel wird, beziehungsweise dass ihr nicht zu viele Farben verwendet und die durcheinander mischt, weil sonst wird es eben zu dunkel. So, ich fange jetzt mal an und nehme den ersten Nachfüller und mache jetzt hier einfach ein paar Kleckse mal drauf. Das muss jeder selber wissen, wie viel. Und wohin, das muss man einfach ausprobieren, denn jede Karte bei dieser Technik wird ja ohnehin anders. Also ist jede Karte ein Unikat. Und dann noch ein bisschen Wassermelone. So, ich lasse das jetzt mal hier so. So, und dann nehmt ihr euch den Schaschlikspieß und könnt dann einfach hier so ein bisschen die Farben vermischen, sodass sich einfach ein schönes Muster ergibt. Und das, was ihr jetzt hier seht, wird dann später eben auch auf eurer Karte zu sehen sein. Also ihr könnt das hier so mischen, wie ihr das wollt. Versuche jetzt hier so ein bisschen Muster zu machen. So. Also einfach so ein bisschen rausziehen. Die Farbe. Da unten ist noch sehr pink. Aber ich würde sagen, jetzt versuchen wir es einfach mal. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wir lassen uns einfach überraschen. Ihr nehmt einfach euren Cardstock und drückt den einfach dann mal hier so richtig fest drauf. Ein bisschen reindrücken, die Farbe verteilt sich dann so ein bisschen und dann ein paar Sekunden ein bisschen einwirken lassen, damit sich die Farbe so richtig an den Cardstock eben hängt. Ihr seht, das ist eine recht stabile Sache. Jetzt wird sich euer Cardstock gleich ein bisschen wellen, aber das macht nichts. Jetzt kann man abziehen. So, mal umdrehen, mal schauen, wie es aussieht. So, ich nehme jetzt mein Lineal oder ja, am besten nehme ich mal die Alufolie zur Seite. Ich nehme das Lineal
und schab dann mit dem Lineal einfach die restliche Farbe gerade mal hier runter. Und dann sieht man auch schon, dass sich hier wirklich ein schönes Muster ergeben hat. Ist natürlich sehr bunt. So, muss ja gerade mal. Man sieht, es ist wirklich eine Kibatze. Ich muss ja gerade mal umdrehen. Und mal kurz abwischen. Gut, dann kann ich hier noch den Rest runter machen. So, ich räume das jetzt hier einfach mal zur Seite. Ich werde es dann später, wenn ihr nicht mehr da seid, schön aufräumen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Farbe, aber es ist mir weniger trocken. Ich schaue noch schlimmer aus als vorher, aber das macht nichts. Also wenn ihr diese Technik ausübt, könnt ihr natürlich auch Handschuhe anziehen, je nachdem, was ihr, wie ihr das wollt. Damit wir weitermachen können, müssen wir das am besten kurz antrocknen, weil das ist natürlich jetzt halt sehr feucht. Und deswegen werde ich jetzt das für euch übernehmen und ich melde mich auch gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt halt in eurer Abwesenheit die Karte kurz getrocknet, mich versucht ein bisschen zu säubern, ein bisschen rund um mich herum hier ein bisschen sauber zu machen. Schaut ja ganz gut aus. Meine Karte sieht jetzt so aus. Ich finde, sie ist ganz schön geworden. Wie gesagt, ihr seht es ja so ein bisschen, was ihr macht und dann kann man das so ein bisschen beeinflussen. Aber jede Karte wird natürlich individuell. So, was ich auch schon vorbereitet habe, ist diese schöne ausgestanzte Form. Die ist aus dem Framelit-Set Formenparty in 3D. Ihr kennt es ja, ihr könnt es ja für diese Pop-Up-Karten verwenden oder einfach auch so ausstanzen und hier an den Seiten die Ränder abschneiden. Dann könnt ihr nämlich die Teile da aus der Mitte rausnehmen und dann habt ihr einfach hier diese schöne Geburtstagstorte. So, und ja, jetzt geht es eigentlich auch schon ans Zusammenbauen. Ich werde jetzt halt hier auf der Rückseite ein bisschen Kleber verteilen. Seht, das ist eigentlich jetzt der Rest, ist sehr, sehr einfach. Ich wollte euch einfach, mir ging es darum, dass ich euch hier das Hirschhandtechnik einfach mal zeige, wie die so funktioniert, weil ich das eigentlich ganz faszinierend finde. Einfach hier schön in der Mitte aufkleben. Und ich habe jetzt halt einfach hier auf der Rückseite von dieser Geburtstagstorte noch so ein paar Pünktchen angebracht, ganz fein, ganz vorsichtig. Hier kann man ein bisschen besser aufkleben, da ist ein bisschen mehr Klebefläche vorhanden. Überall ein bisschen was hin, damit es schön aufliegt und schön klebt. Ganz gut. Und ja, ich klebe das jetzt einfach hier schön in die Mitte. Ich finde, das ist dann eigentlich ein ganz schöner Kontrast, das Schwarze zu dem wirklich sehr, sehr bunten Hintergrund. Aber es ist definitiv mal eine andere Karte. So, und jetzt habe ich hier noch diese kleinen Lackpünktchen. Und da kann man ja jetzt noch ein bisschen Verzierung anbringen. So. Somit haben wir jetzt eigentlich eine ganz schnelle Geburtstagskarte mit einem ganz individuellen Hintergrund. Es ist ein Unikat. Und ja, das war es auch schon wieder von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt jetzt noch mehr Spaß beim Werkeln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei mir einschaltet. Bis dann. Tschüss.